Ich war geschockt. Ich wurde unter anderem als deutsche Schlampe bezeichnet. Rund 80% aller Lehrer, die sich an SternTV gewandt haben, sind selbst Opfer von deutschen Feindlichkeit geworden. Von 115 Lehrerzuschriften berichten 67% von Beschimpfungen, weil sie Deutsche sind. 17% wurden sogar gewalttätig angegangen. Dieser Lehrer unterrichtete bis vor kurzem an einer Berliner Grundschule. Schon bei den ganz Kleinen erlebte er, wie ausländische Mitschüler deutsche Kinder mobben. Er möchte nicht erkannt werden. Weil das ja eigentlich schon so ist, dass man sich heutzutage doch nicht mehr wirklich trauen kann, wenn solche Probleme existieren, diese eben deutlich zu schildern, weil man doch irgendwie die Befürchtung hat, dass man deswegen von den Personen mit Migrationshintergrund angefeindet wird und dass man ganz schnell in diese rechte Ecke gedrängt wird und selbst dann wieder als Rechtsradikaler oder Neonazi hingestellt wird. 80% der Schüler an seiner Grundschule haben einen Migrationshintergrund. Deutschenfeindlichkeit in Form von Beschimpfungen erlebte er fast täglich. Wir haben vor den Ferien ein gemeinsames Frühstück gemacht. Und auf einmal stand ein Mädchen vor uns, völlig aufgelöst, weinend, ein deutsches Kind. Und wir haben gefragt, was ist denn los, was ist passiert? Und sie hat uns dann gesagt, ja, mein Mitschüler hat mich gerade als Schweinefleischfresser bezeichnet und ich wäre total eklig deswegen. Es gab auf jeden Fall des Öfteren an dieser Schule Vorfälle in dieser Art, wo deutsche Kinder doch ganz gezielt mit solchen Ausdrücken beschimpft wurden. Also eben Worte wie Schweinefleischfresser oder deutsche Kartoffel, das kam regelmäßig vor. In Deutschlands Schulen gibt es heute eine klare Trennlinie. Auf der einen Seite die Migranten, auf der anderen die Deutschen. So hat es auch diese Schülerin aus Süddeutschland erlebt. Sie ist eine der Jugendlichen, die SternTV geschrieben haben. 2 Jahre lang litt sie unter den Anfeindungen ihrer ausländischen Mitschüler. Aus Angst möchte die 16-Jährige nicht erkannt werden. Bereits in der 5. Klasse begann das Martyrium des Mädchens, denn Deutsche waren dort in der Minderheit. Ja, am Anfang war sie freundlich zu einem. Und dann, wo sie herausgefunden habe, dass ich Deutsche bin, war das wie Tag und Nacht. Also die sind dann auf mich los und haben dann angefangen mit dem Mobbing. Also die haben mir die Hausaufgaben rausgerissen. Dann haben sie auf meinen Rucksack, auf meinen Stuhl, auf meinen Tisch gespuckt. Haben Nazisau an die Tafel geschrieben. Mich im Klassenzimmer eingesperrt. Ich konnte das gar nicht verstehen. Ich war da viel zu überfordert und verwirrt, warum mich das jetzt betrifft. Aber als ich dann gesehen habe, dass das in anderen Klassen auch so ist, dass sie sich alle zusammentun, auf eine Person losgehen und es ausgerechnet Deutsche waren, dann ist mir halt irgendwo klar geworden, dass die einfach was gegen Deutsche haben. Die Schülerin ist den Anfeindungen einer ganzen Klasse ausgesetzt, weil sie Deutsche ist. Ähnlich wie ihr geht es 60% der Schüler, die SternTV geschrieben haben. Ich werde mit Sachen beworfen und als dumme Deutsche beschimpft, wenn ich gute Zensuren habe. Ich werde nahezu täglich von ausländischen Mitschülern angespuckt, verprügelt und abgezogen. Ich habe keine Kraft mehr, mich zu wehren. Von 30 Schülern waren meine Freundin und ich die einzigen Deutschen. Es wurde ausschließlich Türkisch gesprochen. Lehrer beschimpft. Deutsche sollen aus Deutschland verschwinden, da Deutschland den Türken gehöre. Es war der Horror. Dass gerade die Schule der Ort der Ausgrenzung ist, zeigt die genaue Auswertung der E-Mails der 1585 Schüler, die uns geschrieben haben. Von Anfeindungen in der Freizeit berichten 22%, von Übergriffen in der Schule aber 62%. Die Schülerin Mandy Schmidt wollte sich so etwas nicht gefallen lassen. Die 18-Jährige besuchte eine Hauptschule in Düsseldorf. Hier waren Auseinandersetzungen Alltag. Die Ausländer haben halt mit ihren Sprachen die ganze Zeit im Unterricht gestört. Die haben nur auf ihrer Muttersprache geredet und nicht halt in Deutsch. Und deswegen, wenn wir dann mal gesagt haben, könnt ihr mal bitte aufhören, beteiligt euch mal im Unterricht, dann war wieder eine Eskalation vorprogrammiert. In diesem spannungsgeladenen Umfeld geriet jeder Streit in der Pause schnell außer Kontrolle. Die Prügelei ist so entstanden, dass ich aufs Übelste beleidigt worden bin.
von einer Ausländerin, die meinte, ja, du deutsche Schlampe, du bist so asozial, du gehst ja jedes Wochenende nur feiern, und hat mich halt sehr angegriffen. Diesbezüglich habe ich dann auch zurückbeleidigt, weil ich mir das nicht gefallen lassen habe. Dann hat sie meine Familie beleidigt und das muss nicht sein. Dann habe ich gesagt, ja, lass mich in Ruhe, bin ich weitergegangen. Dann hat sie angefangen, mich zu schubsen, da habe ich sie zurückgeschubst. Dann ist sie erstmal auf den Boden gefallen, dann bin ich weitergegangen. Und dies hat sich dann alles so entwickelt, dass im Endeffekt sie mit einer Flasche auf mich losgegangen ist, habe ich auf den Kopf gehauen und ich habe sie mit dem Kopf gegen eine Mauer gehauen. Nach der Schule wird Mandy dann von einer ausländischen Mädchengang zusammengeschlagen. Danach ist für das taffe Mädchen nichts mehr wie vorher. Ich hatte natürlich mehr Angst, zur Schule zu gehen, weil sie haben auch zu mir gesagt, werden wir dich noch mal sehen, weil du hast eine Anzeige gemacht und wirst noch mehr sehen, was passiert. Wir finden dich, egal wo du bist. Da war auch eine deutliche Drohung da. Ich bin danach auch erst mal 2 Wochen nicht zur Schule gegangen. Und hatten Sie das Gefühl, dass es nur passiert, weil Sie Deutsche sind? Das hatte ich schon. Ein Hass gegen alle, die anders sind. Das ist nicht nur ein Problem an den Schulen. Schon die ganz Kleinen sind von den Vorurteilen ihrer Eltern geprägt. Die Lehramtsstudentin Maike Gerschermann hat während ihres Praktikums in einer Kindertagesstätte in Gladbeck schon die ganz frühen Auswüchse der deutschen Feindlichkeit kennengelernt. Zum einen von den Kindern selbst wurde ich beschimpft. Bespuckt wurde ich teilweise, ich wurde getreten von, das waren 4- bis 5-jährige Jungen. Das waren vor allen Dingen türkische Kinder, die, von denen ich das halt erfahren habe. Darüber hinaus habe ich halt auch zu hören bekommen, du bist eine Frau, du hast mir nichts zu sagen. Und da hat man dann einfach kein Argument mehr gegen. Man hat da kein Wort mehr, was man sagen kann, weil die sind dann auch darauf versteift und sagen halt auch wirklich, ja, du bist deutsch, deutsche Frau und... Nee. Mit den Eltern der Kinder hat sie über diese Vorfälle aber nie gesprochen. Das war auch ziemlich beschämend für mich selbst. Also da habe ich mich teilweise gar nicht getraut zu sagen, wie ich da behandelt wurde. Weil es mich selbst schockiert hat, weil es mich selbst fertig gemacht hat. Und vielleicht auch ein bisschen aus falscher Rücksicht aber gegenüber den Müttern. Dass man denen nicht vor den Kopf wirft, was haben Sie für ein Kind? Wie verhält sich das? Zu den türkischen Eltern findet die Erzieherin keinen Zugang. Ihre Meinung von deutschen Frauen zeigen sie ihr deutlich. Also es war durchaus mal so, dass ein Vater an mir vorbeigegangen ist. Ich stand in der Tür und habe gesagt, hallo, guten Tag. Und er ging bei mir vorbei und hielt mir die Hand so vors Gesicht. Und einfach durch, hat sein Kind genommen, ist wieder raus an mir vorbei. Ich habe noch Tschüss gesagt, schönen Tag gewünscht. Und auch da kam keine Reaktion. Kind genommen und rausgegangen. Ausgrenzung schon in der Kindertagesstätte. Wie die Kinder im weiteren Leben vor allem mit weiblichen Pädagogen umgehen, erlebt diese Lehrerin jeden Tag. Für ein Praktikum arbeitet sie an einer Berliner Schule und möchte auch nicht erkannt werden. Man versucht den Schülern zu helfen, die wirklich gewillt sind, zu lernen und zu arbeiten. Und als sich dann ein Schüler meldete, und mich fragte, ich dachte, er wollte mir jetzt gerne mal eine Fachfrage stellen, aber er war der Meinung, er müsste mich fragen, ob ich vergeben bin. Daraufhin meinte ich dann zu ihm, dass es ihn jetzt in dem Sinne nichts angeht, wir haben jetzt den und den Unterricht. Und im Hintergrund habe ich bloß gehört, naja, diese deutsche Schlampe, mit der kann man es ja auch so machen, wie man gerne möchte. Und in dem Augenblick war ich sehr schockiert, ich konnte aber gar nicht darauf reagieren, weil ich damit in dem Maße überhaupt nicht gerechnet habe. Zum ersten Mal in ihrem Leben unterrichtet sie eine Klasse mit so vielen Ausländern. Der Unterschied ist der Respekt. Deutsche Schüler bringen dem Lehrer immer noch mehr Respekt entgegen als arabische und türkische Schüler. Von den 4.278 Zuschauern, die SternTV geschrieben haben, haben 84% Deutschenfeindlichkeit erlebt. Einer von ihnen ist der Lehrer Murat Göktçe. An seiner Hauptschule ist Deutschenfeindlichkeit an der Tagesordnung. Er sagt, alle haben viel zu lange weggeschaut. Herr Göktçe, wie würde es Ihnen an Ihrer Schule gehen, wenn Sie da als blonde Deutsche, als Frau, als Lehrerin unterrichten würden? Hätten Sie eine Chance? Schwer. Es ist schon schwer. Also es ist schon als Mann für mich selber schwer. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, als türkische, als deutsche Frau, blond, wird es richtig schwer. Frau Gerschermann, wenn schon 4-jährige türkische oder arabische Jungs zu Ihnen gesagt haben, du hast mir nichts zu sagen, wer hat Ihnen denn da in der Situation helfen können? In der Situation war ich erstmal völlig perplex und schockiert. Ich wusste mir selbst nicht zu helfen und habe mir dann im Endeffekt Hilfe bei
ich war ja in der Ausbildung noch, dann habe ich mir Hilfe bei Mitschülern und auch bei Lehrern geholt und da einfach mal meine Erfahrung mitgeteilt und andere Erfahrungen mitbekommen. Schweinefleischfresser bezeichnet und ich wäre total eklig deswegen. Es gab auf jeden Fall des Öfteren an dieser Schule Vorfälle in dieser Art, wo deutsche Kinder doch ganz gezielt mit solchen Ausdrücken beschimpft wurden, also eben Worte wie Schweinefleischfresser oder deutsche Kartoffel, das kam regelmäßig vor. In Deutschlands Schule Feindlichkeit in Form von Beschimpfungen erlebte er fast täglich. Wir haben vor den Ferien ein gemeinsames Frühstück gemacht und auf einmal stand ein Mädchen vor uns, völlig aufgelöst, weinend, ein deutsches Kind. Und wir haben gefragt, was ist denn los, was ist passiert? Und sie hat uns dann gesagt, ja, mein Mitschüler hat mich gerade als Schieren, diese eben deutlich zu schildern, weil man doch irgendwie die Befürchtung hat, dass man deswegen von den Personen mit Migrationshintergrund angefeindet wird und dass man ganz schnell in diese rechte Ecke gedrängt wird und selbst dann wieder als Rechtsradikaler oder Neonazi hingestellt wird. 80% der Schüler an seiner Grundschule haben einen Migrationshintergrund. Deutschen war geschockt. Ich wurde unter anderem als deutsche Schlampe bezeichnet. Rund 80% aller Lehrer, die sich an Stern-TV gewandt haben, sind selbst Opfer von deutschen Feindlichkeit geworden. Von 115 Lehrerzuschriften berichten 67% von Beschimpfungen, weil sie Deutsche sind. 17% wurden sogar gewalttätig angegangen. Dieser Lehrer unterrichtete bis vor kurzem an einer Berliner Grundschule. Schon bei den ganz Kleinen erlebte er, wie ausländische Mitschüler deutsche Kinder mobben. Er möchte nicht erkannt werden. Weil das ja eigentlich schon so ist, dass man sich heutzutage doch nicht mehr wirklich trauen kann, wenn solche Probleme existieren.